Herzlich willkommen zum Sommerforum Medienkompetenz 2020 mit dem Titel Neugier und Zweifel, Informationskompetenz im Digitalen. Ich bin Theresa Sickert, ich freue mich sehr, dass ich Sie heute im Namen von der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen und der Medienanstalt Berlin-Brandenburg hier begrüßen darf bei Alex TV in Berlin. Vielen Dank auch, dass wir hier sein dürfen, und wir sind heute unter erschwerten Bedingungen da, aber unter Bedingungen, denen wir uns trotzdem stellen wollen. Wir sind natürlich, wie viele andere auch, eine Corona-Edition in Anführungszeichen. Das bedeutet, normalerweise gab es das Sommerforum Medienkompetenz immer mit Publikum. In diesem Jahr müssen wir leider darauf verzichten. Aber da uns das ganz wichtig ist, dass Sie zu Hause trotzdem sich beteiligen können, wenn Sie heute nicht da sein können, möchten wir Ihnen auch in diesem Sommerforum die Möglichkeit dazu geben. Das heißt, es wird diesmal ein Tool geben, das da heißt Slido. Sie können auch jetzt schon mal auf slido.com gehen und dort unseren Eventcode eingeben. 74024 ist der Code, und dann können Sie dort alle Ihre Fragen loswerden, die Sie haben. Zu unseren Rednerinnen, zu unserer Diskussion, die sich später anschließen wird, können Sie sich also gerne beteiligen. Ansonsten können Sie sich natürlich auch beteiligen unter dem Hashtag auf Twitter, Hashtag SOFO20 ist der. Auch da freuen wir uns natürlich über rege Beteiligung. Informationskompetenz im Digitalen ist also unser Thema heute, und ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, dass natürlich wir eine ganze Fülle an digitalen Informationskanälen mittlerweile haben, und eigentlich sind die klassischen Medien nur noch ein Kanal unter vielen. Die klassischen Medien haben ihre Gatekeeper-Funktion verloren. Eigentlich kann heute jeder Medienproduzent sein, und Inhalte werden gar nicht mehr so stark durch Medien allein zumindest sortiert und eingeordnet, sondern auch auf digitalen Plattformen beispielsweise gibt es Algorithmen, die eine Sortierung treffen. Und natürlich das, was wir vielleicht unter Nachrichtenwert verstehen und wie wir Relevanz definieren, das muss nicht dem entsprechen, wie also ein Algorithmus eine solche Auswahl trifft. Und natürlich stehen wir auch vor einer weiteren Herausforderung, und die heißt Manipulation. Denn wenn wir uns in digitalen Medien bewegen, dann ist es so, dass natürlich alle Inhalte, Bilder, Videos, Stimmen prinzipiell manipuliert werden können. Und das stellt uns also vor große Herausforderungen. Wir brauchen neue Kompetenzen, um uns mit Informationen und Nachrichten im Netz umgeben und sie einordnen zu können. Wir wollen also fragen, was diese Kompetenzen sein können und was wir also dafür brauchen. Das ist also Thema dieses Sommerforums in diesem Jahr. Und bevor wir in die Diskussion auch einsteigen zu diesem Thema, möchten wir noch zwei Inputs hören, die uns also auf diese Diskussion vorbereiten sollen. Den Anfang macht Dr. Anna-Katharina Messmer. Sie ist bei der Stiftung Neue Verantwortung. Dort leitet sie unter anderem die Studie zur digitalen Nachrichten- und Informationskompetenz der deutschen Bevölkerung. Diese Studie wurde in Kooperation mit der Medienanstalt Berlin-Brandenburg umgesetzt. Und die Ergebnisse dieser Studie, die sollen dann wiederum Politik, Bildungseinrichtungen und auch zivilgesellschaftlichen Organisationen dabei helfen, eigene Programme und Projekte zu entwickeln, die die Informations- und Nachrichtenkompetenz fördern. Sollen. Heute wird sie also die Ergebnisse dieser Studie vorstellen, und wenn Sie Verständnisfragen haben sollten, dann nutzen Sie also gerne Slido, und damit Dr. Anna-Katharina Messmer, bitteschön. Ja, vielen Dank. Danke auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich trotz Corona Edition mal wieder körperlich auf einer Bühne anwesend sein darf. Auch wenn ich sehr bedauere, dass ich das Publikum nicht sehen kann. Das mag ich immer sehr gerne in der Interaktion. Aber ich freue mich jetzt darauf, Ihnen einmal das Paper vorzustellen, das ich heute tatsächlich zusammen mit meinem Kollegen Alexander Sängerlaub veröffentlicht habe und das den Titel trägt: Verstehen, was ist, auf dem Weg in eine nachrichtenkompetente Gesellschaft. Und ich würde jetzt einmal die Regie bitten, mir auch meine Slides anzuzeigen. Wunderbar. Da sehen wir den Titel, und vielleicht noch kurz zur Berichtigung: die Studie, die kommt erst noch. Das ist jetzt sozusagen erstmal an dieser Stelle das Paper, das wir veröffentlicht haben. Und bevor ich das vorstelle, möchte ich Sie gerne, die in dem Raum anwesend sind, aber auch die ZuschauerInnen an dem Bildschirm, einmal dazu einladen, sich zurückzuerinnern. Und zwar an die Anfänge der Corona-Pandemie in Deutschland, Anfang März 2020. Können Sie sich da noch dran erinnern, wie Sie sich gefühlt haben?
Und hatten Sie in diesen ersten Wochen vielleicht manchmal das Gefühl auch, Sie sind überfordert? Überfordert zwischen all den Live-Tickern, der Berichterstattung über wissenschaftliche Preprints, den Kommentaren von zahlreichen AlltagsvirologInnen in den sozialen Medien? Waren Sie überfordert davon, die relevanten Informationen herauszufiltern? Weil mir ist es so gegangen. Ich war anfangs überfordert und ich muss auch sehr, also wirklich sagen, mir war selten so bewusst wie in diesen ersten Wochen, wie komplex unsere Medien-, Nachrichten- und Informationslandschaft geworden ist. Als Soziologin hat man dann immer den Vorteil, dass es eigentlich eine Möglichkeit gibt, auf die man immer zurückgreifen kann, und das ist, sich das Ganze näher anzuschauen und einmal zu analysieren. Und deswegen haben mein Kollege Alex Sengerlaub und ich genau das zum Anlass genommen, uns diese sogenannte Infodemie, von der die Rede war, beziehungsweise die Ursachen dieser Infodemie einmal genauer anzuschauen. Und dabei haben wir uns vor allem zwei Fragen gestellt. Die erste Frage war, warum ist es eigentlich so schwer, sich in der heutigen Nachrichtenlage zurechtzufinden? Also vor welche Herausforderungen stellen uns die inzwischen durchdigitalisierten Öffentlichkeiten als NachrichtenkonsumentInnen? Und daran anknüpfend war für uns die zweite Frage, was müssten wir eigentlich heute alles können, um nachrichtenkompetent durchs Netz zu navigieren? Also welche Fähigkeiten brauchen wir eigentlich ganz konkret? Und die Antworten auf diese zwei Fragen möchte ich Ihnen jetzt gerne in den nächsten 20 Minuten präsentieren. Und damit bin ich zunächst bei den Herausforderungen. Und eine erste Herausforderung ist unsere heutige Nachrichtennutzung. Ein Großteil der Deutschen nutzt heute Medienumgebungen, das ist schon angeklungen in der Anmoderation, eklektizistisch. Das heißt, wir basteln uns unsere Nachrichtennutzung mehr oder weniger bewusst aus verschiedenen analogen und digitalen Angeboten zusammen. Und jetzt kann man immer sagen, alles okay, wenn es um die gezielte Nachrichtennutzung geht, dann ist das Fernsehen in Deutschland immer noch die wichtigste Informationsquelle. Aber digitale Formate ziehen hier sehr stark nach, vor allem bei den jüngeren Generationen. Und es ist jetzt immer so ein bisschen die Frage, wo man die Grenze zieht. Aber wenn wir die Grenze sozusagen ziehen nach der Nutzung, dann kann man festhalten, wer heute unter 45 ist, der nutzt inzwischen eher das Internet als Hauptnachrichtenquelle. Und dieses Internet ist aber natürlich irgendwie nicht so ein Ort, sondern dieses Internet differenziert sich aus in ganz viele verschiedenen Medienumgebungen und Angebote. Wir haben Social Media, News-Aggregatoren, Messenger, Nachrichtenwebsites, wir haben Streaming-Portale, wir haben Blogs, Wikipedia, Podcasts, inzwischen Mediatheken. Also das Internet ist eben auch ein sehr vielfältiger Raum. Und das wichtigste Endgerät für diese Form der Nachrichtennutzung in diesen verschiedenen Medienumgebungen, das Endgerät ist heute das Smartphone. Und dabei gilt, je jünger, desto wichtiger. Es gibt also ganz klare altersspezifische Unterschiede, die sich relativ knapp zusammenfassen lassen mit: je älter, desto höher die Präferenz für klassisch journalistische Angebote und für eine von Hand kuratierte Nachrichtenauswahl. Deswegen mag die Generation 55 plus auch ganz gerne Newsletter. Und je jünger, desto wichtiger ist die algorithmisierte Auswahl. Also desto wichtiger sind algorithmisierte Zugangswege wie beispielsweise Social Media oder auch Suchmaschinen. Und deswegen gilt eben auch, je jünger, desto eklektizistischer die Nutzung. Das führt in einem zweiten Schritt dazu, dass Nachrichten für uns allgegenwärtig geworden sind. In der Forschung spricht man deswegen auch von den sogenannten Ambient News, weil Nachrichten uns heute quasi fast überall treffen, eher so en passant, und dabei ist uns ganz häufig nicht bewusst, dass wir eigentlich gerade mitten in der Informationsflut stehen, beispielsweise in der Informationsflut von Push-Benachrichtigungen, wie man hier ganz gut sehen kann. Das ist ein Screenshot von einem Smartphone-Screen. Doch gerade diese Allgegenwart von Nachrichten führt auch zu einer Nachrichtenmüdigkeit und bisweilen zu einer Nachrichtenvermeidung,
Mehr als die Hälfte der deutschen Onliner gibt an, bisweilen Nachrichten wirklich gezielt aus dem Weg zu gehen. Und damit einher wiederum geht eine sogenannte News Finds Me Perception. Also die Haltung, dass ich eigentlich gar nicht mehr bewusst selbst nach Informationen suchen muss, weil mich die wirklich relevanten Informationen schon irgendwie von selbst finden werden. Und wer sich so ein bisschen in digitalen Öffentlichkeiten bewegt, weiß, dass das durchaus auch eine Fehleinschätzung sein kann. So eine News Finds Me Perception ist deswegen problematisch, weil insbesondere die algorithmisierte Auswahl von Nachrichten ganz klar bestimmten Plattformlogiken folgt. Und das bedeutet, was mir zum Beispiel auf Plattformen angezeigt wird als Nutzerin, orientiert sich nicht so sehr an der Qualität der Beiträge oder an deren gesellschaftlicher Relevanz, sondern was mir ausgespielt wird, bemisst sich unter anderem daran, was die höchste Chance auf meine Aufmerksamkeit hat und was mich zu Interaktionen anregt. Und ich weiß, dass die Plattformen da im Zuge von Corona auch mit gezielten Informationsangeboten gegengesteuert haben, aber das ändert letztendlich eben nichts an deren grundsätzlicher Architektur. Und diese Prinzipien der Aufmerksamkeitsökonomie, die gelten zunehmend jetzt auch für alle anderen Medienumgebungen, also auch gezielt für Nachrichtenwebsites, die beispielsweise sehr genau tracken, welche Headlines und welche Artikel besonders gut klicken, wie hoch die Verweildauer auf einem bestimmten Artikel ist oder welche Werbung und Artikelvorschau die digitale Laufkundschaft am ehesten auch zu einem Online-Angebot oder Online-Abo bewegt. Das heißt wiederum im Umkehrschluss, dass mein eigenes Online-Verhalten, also mein Klick-, Scroll- und Leseverhalten wiederum Einfluss darauf nimmt, was von Algorithmen, von Audience Development Managern, aber auch von anderen NutzerInnen als relevant erachtet wird. Und das werden Sie vielleicht auch selbst kennen. Ein Beispiel dafür sind die Widgets, in denen mir angezeigt wird, was die meistgelesenen oder meistkommentierten Artikel auf einer Website sind. Man kennt das von den berühmten Twitter-Trends oder man kennt das auch von den Werbeempfehlungen, die durchaus auch darauf basieren, was andere Leute in meinem Netzwerk geliked haben. Und damit bin ich bei der vierten Herausforderung, bei der Entgrenzung. Und das ist zunächst eine Entgrenzung von Rollen. Wir sind, auch das ist gerade im Vorwort ja schon angesprochen worden, wir sind in digitalen Öffentlichkeiten nicht mehr einfach nur Konsumentinnen. Wir können im Endeffekt nicht mal mehr konsumieren, ohne gleichzeitig auch zu senden. Weil relativ egal, ob freiwillig oder unfreiwillig, sind wir mindestens die SenderInnen unserer Nutzungsdaten. Und als Beispiel habe ich Ihnen eine Übersichtsgrafik vom Fluter mitgebracht, die relativ gut darstellt, welche Daten beispielsweise Spotify sammelt, wenn ich die App nur benutze. Wir senden aber nicht nur unbewusst, wir senden ganz häufig auch bewusst, als sogenannte ProsumentInnen, ist das schöne deutsche Kofferwort dafür, weil wir natürlich auch aktiv Nachrichten nicht nur liken, sondern wir verfassen selbst Messages oder Postings und werden damit selbst zur Nachrichtenumgebung anderer, wir werden zur Nachrichtenumgebung unseres privaten oder digitalen Umfelds. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil wir uns insbesondere dieser Verantwortung ganz häufig noch nicht wirklich bewusst sind. Wir haben es also grundsätzlich mit einer Many-to-Many-Kommunikation zu tun, was bedeutet, dass viele verschiedene SenderInnen gleichzeitig und parallel durcheinander senden können und dabei sind, und das ist wichtig, eben JournalistInnen und seriöse Nachrichtenformate nur noch ein Sender unter vielen. Und damit entgrenzt sich natürlich im nächsten Schritt auch, was wir überhaupt unter einer Nachricht verstehen. Das muss nämlich gar nicht mehr unbedingt ein journalistisch aufbereitetes Stück sein, sondern es kann potenziell alles sein, was heute ein Unternehmen, eine Partei, eine Bewegung oder eine Einzelperson produzieren und verbreiten kann. Das heißt, ich habe hier einfach mal ein paar Screenshots mitgebracht, egal ob Propaganda oder Information, ob privat oder öffentlich, ob Meinung oder Fakten, ob eine professionelle PR-Kommunikation oder Alltagskommunikation. All diese verschiedenen Informationsbausteine stehen auf unseren Smartphones, aber natürlich auch auf unseren Rechnern, weitgehend unvermittelt und vor allem gleichberechtigt nebeneinander. Und das bedeutet, JournalistInnen sind eben nicht mehr die Gatekeeper für unseren Nachrichtenkonsum, sondern wir sind es selbst. Und das bedeutet, wir müssen selbst einordnen, was ist die Absicht hinter einer Nachricht?
Wie belastbar ist die Information? Welcher Quelle kann ich eigentlich vertrauen? Im nächsten Schritt heißt das, für diese Einordnungs- und Gatekeeping-Aufgabe spielt insbesondere eine Rolle, wem ich vertraue, welchen Personen, welchen Institutionen und welchen Medien. Und auch hier sind die ersten Wochen der Corona-Pandemie sehr, sehr spannend, weil wir konnten eigentlich über die vergangenen Jahre, das zeigt die Mainzer Medienvertrauensstudie beispielsweise, eine zunehmende Medienskepsis beobachten. Doch im Zuge von Corona gab es hier auf einmal einen Bruch oder einen Shift. Im März 2020 steigt plötzlich das Vertrauen in die öffentlich-rechtlichen und überhaupt in journalistische Medien und auch wissenschaftliche und politische Institutionen genießen ein sehr hohes Vertrauen, genauso wie wissenschaftliche Expertinnen, ich sage nur Christian Drosten. Das bedeutet, gerade in dieser Unübersichtlichkeit der anfänglichen Infodemie haben Menschen offensichtlich wieder nach Gatekeepern gesucht, also nach jemandem, der ihnen hilft, in dieser Informationsflut irgendwie einen Überblick zu bekommen. Und das ist erstmal ein gutes Zeichen. Doch ein Aspekt, der dabei ganz häufig übersehen wurde, auch wenn das Vertrauen in die Medien und in demokratische Institutionen zugenommen hat, verhindert das nicht die Verbreitung von Falschnachrichten. Denn ein Treiber hier war vor allem die private Kommunikation. Und hier ist der Punkt, auch wenn unser privates Umfeld in der Regel ja nicht aus ExpertInnen besteht, so besteht es aber aus den Personen, denen wir am meisten Vertrauen schenken. Und deswegen vergessen wir dann auch ganz gerne mal, die Nachrichten, die uns auf diesem Weg erreichen, gegenzuchecken, bevor wir sie weiterleiten. Soweit, so gut. Das ist also der Status quo unseres aktuellen medialen Alltags. Und nun zu der Frage, was bedeutet das eigentlich für Nachrichtenkompetenz? Was müssten wir jetzt eigentlich können, um da gut durchzunavigieren? Und in diesem Kontext war immer mal wieder die Rede davon, dass wir heute quasi alle so JournalistInnen werden müssten. Und das ist zwar ein ganz griffiger Claim, aber er ist eigentlich nicht ganz zutreffend. Denn erstens müssen wir gar keine JournalistInnen werden, wir brauchen nur einige Skills, die wir von Journalisten lernen können. Und zweitens brauchen wir aber auch mehr als das. Und um einmal herunterzubrechen, was wir konkret brauchen, haben Alex Sengerlaub und ich das Modell der 6 Skill, also Kompetenzsets, entworfen. Und unsere These dabei ist, wir brauchen insgesamt die Skills von 6 ExpertInnen, um heute nachrichtenkompetent zu sein. Und diese stelle ich Ihnen jetzt vor, nicht in Gänze, sondern überblickshaft und jeweils mit 1, 2 Beispielen, was das für konkrete Kompetenzen beinhaltet. Und wer das dann genauer wissen will, kann das gerne bei uns nachlesen. Das erste und grundlegende Skillset ist das der digitalen Navigatoren. Deren Fähigkeiten helfen uns, dass wir uns in den eben beschriebenen, unübersichtlichen und zusammengebastelten Nachrichtenumgebungen schnell zurechtfinden. Und besonders wichtig ist dabei das sogenannte Zoning. Diesen Begriff haben wir uns vom News Literacy Project aus den USA geborgt. Und Zoning meint einfach die Fähigkeit zu erkennen, welche hauptsächliche Absicht hinter einem, wie wir es nennen, Informationsschnipsel steht. Also ein Informationsschnipsel kann ein TikTok-Video sein, ein Tweet oder auch ein Focus-Online-Artikel. Und die Frage ist immer, was ist die Absicht dahinter? Ist die Absicht dahinter, mich zu informieren oder zu provozieren, eine emotionale Reaktion auszulösen? Oder geht es darum, mir etwas zu verkaufen? Oder soll es mich einfach nur unterhalten? Oder geht es vielleicht auch darum, mich von einer bestimmten politischen Position zu überzeugen? Oder handelt es sich vielleicht sogar um eine Falschnachricht? Und dieses Zoning, das ist so der Kernskill, der uns hilft, wenn wir beispielsweise schnell durch eine Social Media Timeline scrollen oder uns auf Spiegel Online einen Überblick über die Website verschaffen wollen. Denn auch dort gibt es natürlich neben Nachrichten im engeren Sinne auch Unterhaltung, Werbung, Meinungsstücke und bisweilen auch Missinformationen. Und wenn mir dieses überblickshafte Navigieren jetzt nicht mehr ausreicht, dann kommt das Skillset der Journalistin zum Einsatz und das hilft uns, die Güte einer Nachricht zu beurteilen. Es ist also gewissermaßen die Weiterführung des Zonings. Hier geht es darum, eine professionell verfasste Nachricht von anderen Formen der Information oder auch von verzerrten Darstellungen zu unterscheiden und zu erkennen, ob eine Nachricht relevant ist
und ob eine Nachricht vollständig ist. Einige von Ihnen werden das vielleicht in der Schule gelernt haben. Da kommen die sogenannten W-Fragen zum Einsatz, also die Fragen, wer hat was, wann, wo, wie und warum getan und woher ist diese Information. Und eine professionelle und vollständige Nachricht finden wir auch heute im Übrigen gar nicht mehr nur auf klassischen Medienseiten, sondern wir finden sie auch auf Blogs oder auf YouTube. Ich finde, das hat ganz gut das jüngste Rezo-Video gezeigt, der beispielsweise dann auch mit Quellennachweisen arbeitet, wo ich nochmal nachlesen kann, wie er seine Argumente begründet. Wenn wir jetzt aber beispielsweise mit einer unvollständigen Nachricht konfrontiert sind, dann brauchen wir das Skillset des Fact-Checkers. Denn dessen Kernkompetenz ist es, Informationen zu prüfen und zu verifizieren. Und das muss überhaupt nicht so elaboriert sein, wie das jetzt auf den ersten Blick klingt. Der Kern ist vielmehr zunächst zu erkennen, dass mir einfach Informationen fehlen, um eine Nachricht überhaupt einordnen zu können. Ganz einfach gesprochen, schickt mir jemand per Messenger ein YouTube-Video und ich klicke das an, dann wäre meine erste Frage: Wer steht eigentlich hinter dem Account? Ist es ein Unternehmen, eine Expertin, eine journalistische oder eine politische Organisation? Und dann ist die nächste Frage für mich, finde ich vielleicht die relevanten Informationen dazu schon auf YouTube? Das heißt beispielsweise über einen Infokasten oder auch über Verifikationshäkchen, die mir zumindest anzeigen, dass der Kanal wirklich echt ist. Und wenn das wiederum nicht ausreicht, dann wäre für mich der nächste Schritt, ich nutze besser eine Suchmaschine, um weiterführende Informationen zu suchen und zu finden. Und damit sind wir beim nächsten Skillset, dem Debatteur. Das ist eigentlich der, der sich in den Diskurs einbringt, aber es ist ein Stück weit auch der, der sich auch mal zurückhält. Denn die wichtigste Fähigkeit ist eigentlich, nicht ungeprüft Nachrichten von unbekannten Quellen weiterzuleiten. Und dahinter steht so das grobe Wissen darum, dass, wie bereits angesprochen, das eigene Online-Verhalten, wie beispielsweise das Weiterleiten eines YouTube-Videos oder eines Sharepics oder einer Sprachnachricht, unmittelbare Auswirkungen auf andere hat und unmittelbare Auswirkungen hat auf die Nachrichtenumgebungen des eigenen digitalen und privaten Umfelds. Und das ist, würde ich sagen, eine Kompetenz, an der wir relativ regelmäßig scheitern und da würde ich mich tatsächlich auch gar nicht ausnehmen, weil wir alle auch mal Nachrichten weiterleiten, die uns aufregen oder die uns beunruhigen, ohne vorher zu recherchieren, was die Evidenz dahinter ist. Und ich glaube, das liegt mitunter auch daran, dass wir uns oft gar nicht bewusst machen, wie digitale Öffentlichkeiten eigentlich überhaupt funktionieren, was ihre Mechanismen sind. Und das ist der Punkt, an dem uns die Kommunikationswissenschaftlerin hilft. Dieses Skillset bündelt das Allgemeinwissen, das wir brauchen, um zu verstehen, welche Mechanismen stehen hinter digitalen Öffentlichkeiten. Etwa das basale Wissen darum, nach welchen Aufmerksamkeitsökonomie funktionieren Plattformen, Nachrichtenseiten und News-Aggregatoren. Und womit verdienen eigentlich die jeweils ihr Geld? Und welche Rolle spielt dabei auch mein eigenes Verhalten? Welche Rolle spielen dabei meine Nutzungsdaten? Und auch hierzu nochmal, wie ich finde, eine sehr gute Übersichtsgrafik vom Fluter, welche Daten beispielsweise YouTube von mir sammelt und verarbeitet. Und das muss ich gar nicht alles im Detail wissen. Es geht eher darum, ein grobes Verständnis dafür zu haben, dass das stattfindet. Zu dem Allgemeinwissen in digitalen Öffentlichkeiten gehört aber auch noch ganz klassisch und fast altmodisch, aber nach wie vor auch gerade wieder ganz aktuell, zu wissen, was eine qualitätsjournalistische Zeitung von einem Boulevardangebot unterscheidet. Weil das Wissen um Qualitätsstandards ist, wie wir gesehen haben, wichtig dafür, uns in den vielfältigen Nachrichtenumgebungen zurechtfinden zu können und zu wissen, welche Quelle in welchem Kontext für mich zuverlässig ist. Und damit bin ich last but not least beim Citoyen angekommen, beim Bürger, um das zu übersetzen. Und wie der Begriff deutlich macht, versuchen wir damit, die normativ-politische Dimension zu fassen, die in den Debatten um Nachrichtenkompetenz immer mitschwingt, aber nur ganz selten explizit benannt wird. Denn beispielsweise problematisch wäre auch in der Anwendung der anderen Skillsets eine demokratiefeindliche Haltung. Wer die Meinung anderer ganz grundsätzlich ablehnt,
der kann kaum mit dem Skillset des Debatteurs arbeiten. Wer allen Medien generell grundsätzlich misstraut, wird nur schwer verlässliche Quellen benennen können, die für das Skillset des Fact-Checkers notwendig sind. Und das bedeutet, dass wir in unser Modell genau diese politische Dimension der BürgerInnen ebenso mit einbeziehen, wie etwa das Vertrauen in demokratische Institutionen. Und entsprechend lässt sich der Citoyen auch nicht als Skillset im engeren Sinne verstehen, sondern eigentlich eher als ein Zusammenspiel von Skillset und Mindset, das eben dann auch durchaus demokratietheoretisch idealtypisch sein mag. Das bedeutet, der Citoyen weiß also im Bestfall um die Bedeutung von Meinungsfreiheit, freien Medien und Journalismus in der Demokratie und er weiß diese auch zu schätzen. Und dabei ist einmal wichtig zu verstehen, dass das keineswegs mit unhinterfragtem Vertrauen gleichzusetzen ist, ganz im Gegenteil. Ich finde, die aktuelle Black Lives Matter-Debatte hier in Deutschland ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, denn Citoyen zu sein heißt dezidiert auch, eine kritische Grundhaltung einzunehmen und das heißt auch, Kritik zu üben. Also beispielsweise die öffentlich-rechtlichen Medien dafür zu kritisieren, wenn sie in Talkshows nur Weiße einladen, wenn sie rassistische Sprache verwenden oder wenn sie diskriminierende Stereotype bemühen. Und damit bin ich bei meinem Fazit angekommen. Ich weiß, das sieht nach ganz schön viel aus, was wir alles können müssten, und ehrlicherweise, es ist auch einfach ganz schön viel. Und erste Studien in den USA und in Großbritannien deuten darauf hin, dass Menschen quer durch alle Altersgruppen Probleme haben, sich in digitalen Öffentlichkeiten nachrichtenkompetent zurechtzufinden. Insbesondere, so scheint es, die jüngere Generation und die Generation 60+. Und wie das für Deutschland aussieht, das ist ja schon angeteasert worden, das wissen wir gerade noch nicht. Daran arbeiten wir nämlich in der Stiftung Neue Verantwortung als nächstes. Das kommt jetzt dann hoffentlich bald. Und bis diese Ergebnisse vorliegen, kann ich dann nur sagen, bitte bleiben Sie nachrichtenkompetent. Vielen Dank, Dr. Anna-Katharina Messmer.